Gabriele zu einem neuen Video bei Einfach und Schnell Kochen. Heute machen wir Raffaello Muffins und dafür benötigt ihr Mehl, Zucker, Kokosraspeln, Raffaello, Milch, Butter, Vanillezucker, weiße Schokolade, weiße Konvertüre, ein Ei und Backpulver. Zuerst einmal habe ich die weiße Schokolade in einem Multizerkleinerer zerkleinert und die Raffaello 12 Stück an der Zahl ausgepackt. Dann kümmere ich mich um den Teig, dafür gebe ich zunächst ein Ei, Butter und Zucker in eine Rührschüssel und lasse das Ganze miteinander vermengen. Und da ich noch das Bittermandelöl vergessen hatte, kommt dies nun auch noch hinzu. Danach gebe ich Mehl, Milch und Backpulver zum Teig. Und lasse die Küchenmaschine wieder die Arbeit machen. Wenn euer Teig schön cremig ist, könnt ihr die Mandeln, die weiße Schokolade und die Kokosraspeln hinzugeben. Diese lasst ihr nochmal unterheben und dann ist der Teig fertig. Von dem Teig gebt ihr dann jeweils einen gehäuften Löffel in eine Muffinform, bevor ihr schließlich die Raffaello darauf macht und anschließend wieder eine Schicht Teig drauf. Die Muffins werden im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Umluft für 30 Minuten gebacken. Leider hat sich meine Kamera dann verabschiedet, weil der Akku leer war. Deswegen kann ich euch nicht mehr zeigen, wie ich sie noch glasiert habe. Dazu habe ich die weiße Kuvertüre geschmolzen, sie auf die Muffins gegeben und direkt die Kokosraspeln darauf verstreut. Ich hoffe, das Rezept gefällt euch. Ich wünsche euch Bon Appetit, viel Spaß beim Nachbacken und bis bald. Tschüss!